aus meiner Sicht habe ich ein insgesamt sehr gutes regionales Testspiel gesehen. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die körperlich und von der Einstellung, von der Bereitschaft, die nicht viel geschenkt haben. Ich bin mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Ich habe insbesondere in der ersten Halbzeit eine Essener Mannschaft gesehen, die besser war als die Mannschaft in Blau und Weiß. Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Wir wollten in erster Linie diese Aggressivität, diese Bereitschaft gegen den Körper, die Bereitschaft gegen den Mann, die wollten wir anbieten. Das hat die Mannschaft aus meiner Sicht sehr gut umgesetzt. Zum Zweiten wollten wir aus einer guten Ordnung, aus einer guten Kompaktheit spielen, weil Schalke in ihren Spielen, die wir gesehen haben, auf der zweiten und der dritten Linie, also sprich auf der offensiven Linie, sehr viel Qualität hat, sehr variabel spielt. Da wollten wir eine Überzahlsituation eben nicht zulassen. Auch das ist uns gelungen. Wir haben in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Konter gesetzt, wo wir gefährlich waren, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war mit dem Spiel zufrieden. Wir können in Führung gehen, das ist nicht passiert, von daher alles gut. Das Kuriose ist, wir kommen ein Tor in einer Phase, wo wir eigentlich mit einmal mehr sind. Und mit dieser einmal mehr Situation hätte ich mir gewünscht, dass wir das cleverer, dass wir das souveräner, dass wir das besser ausspielen. Ich denke, unser Spiel wurde mit einmal mehr nicht besser. Es wurde auch nicht richtig schlecht, aber es wurde halt nicht besser. Und Schalke macht dann eben mehr oder weniger ein geschenktes Tor, das machen sie gut. Und am Strich geht es dann 1-1 aus. Wir nehmen das jetzt so mit, wie gesagt, die positiven Eindrücke überwiegen. Ich bin zufrieden, nochmal, es war für mich ein gutes Spiel und von meiner Seite schönes Wochenende. Danke, Herr Hauptschuh. Ja, wir wissen ja, dass es ein wahnsinnig schweres Spiel wird, dass Essen jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt die Ergebnisse hat, dass sie heute sehr kampfkräftig auf dem Platz stehen würden. Wir wussten auch, dass der ein oder andere Spieler fehlt und haben auch schon die Einschätzung gehabt, dass das, glaube ich, heute eher für die Mannschaft von Essen ein positives Zeichen ist. Die Jungs haben gekämpft von Essen, die haben uns gleich unter Druck gesetzt, haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen auch. Ja. Wir konnten unser Spiel heute nicht so aufziehen, wie wir es gewohnt sind mit dem Passspiel. Das haben sie sehr gut unterbunden. Trotz allem haben wir bis auf einen Kopfball wenig zugelassen in der ersten Halbzeit. Sind dann natürlich mit der roten Karte, was Maxi sagt, die war einfach eingeklemmt, der wollte sich da befreien im Fuß und kriegt dann eine rote Karte. Ich kenne den Spieler sehr gut. Der Spieler hat in meiner Zeit noch nie im Training wie auch in den Spielen irgendeine unüberlegte Tat getan, also sprich, indem er nachgedreht hat und so weiter. Deshalb war ich natürlich da sehr überrascht, dass Philipp Max da rot bekommen hat. Ab der 48. Minute waren wir dann natürlich in Unterzahl, wusste, dass wir da eine Zahl zulegen mussten. Haben super gekämpft, großes Kompliment an meine Mannschaft. Haben auch das 1-0, finde ich, hervorragend rausgespielt im Konter, wo wir 1-0 in Führung gegangen sind. Haben mit Assa schon davor auch ein Tor erzielt, was nach meiner Meinung und so wie wir es auch auf den Bildern sehen, ein reguläres Tor war. Und ist klar, dass Essen nochmal alles nach vorne wirft, ihre gefährlichen Spieler dann nochmal in der Offensive bringt, ihr Kopfballspiel bringt. Und dass wir da nochmal in Gefahr geraten, leider haben wir da das Gegentor bekommen. Ja, ich denke, viele Chancen waren mit Überzahl für Essen nicht da. Haben wir sehr, sehr gut verteidigt, sehr, sehr gut gearbeitet gegen den Ball. Unterm Strich denke ich, das ist für beide Mannschaften okay. Das Unentschieden ist ein verdienter Punkt für beide Mannschaften, weil es ein sehr kampfbetont und rassiges Derby heute hier ist. Auch danke. Gibt es noch Fragen? Ja, Herr Schmidt, dann danke.